Okay, Leute. Ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Elements Destiny Origins. Und ich muss reinklicken ins Bild. Hallo Maus, ne? Hier ist Erika. Ja, okay, egal. So, ja, letztes Mal haben wir gesehen, dass Sarosch rausgeflogen ist. Jetzt wollen wir uns erstmal in dem Schloss umschauen. Und ich klicke natürlich den an, während ich noch rede. Mann, zu gern hätte ich eine dieser Rüstungen. Damit könnte ich bei den Frauen mächtigen Eindruck schinden. Denkt das Erika auch? So, okay. Hier geht's nicht weiter. Ich schau mich erstmal hier außen um. Komm. Okay, ja, es ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe. Das sieht doch irgendwie seltsam aus. Geht's hier rein? Nein. Okay, geht nicht rein. Hat nur so aus Spaß gemacht. Hier ist irgendeine dunklere Stelle. Aber kann ich nichts machen. Okay. Gucken wir hier. Nein, ist nichts. Okay. Na dann gehen wir in das schöne Schloss. In dem wir. Was? Geil, ich bleib hier hängen. Na, okay, gut, egal. Ist nicht so wild, ist nicht so wild. Ja, genau, jetzt schauen wir mal, was die Soldaten noch sagen. Und dann gehen wir in das Schloss hinein. Und tretet ruhig ein und seht euch um, aber einige Räume sind euch untersagt. Das versteht ihr aber, denke ich. Was sagt er? Besucher sind immer willkommen, jedenfalls solange sie keinen Ärger machen. Sarosch. Aber das wäre auch nicht gesund für sie. So. Der Raum ist wahrscheinlich untersagt, ne? Hier geht's zur Schatzkammer, also nichts für euch. Geil, dass die Schatzkammer einfach mal direkt am Anfang ist. Nicht irgendwie versteckt oder so, sondern direkt zu die erste Tür links. Folgt ihr diesem Gang, kommt ihr zum Kerker. Habt keine Angst, das klingt vermutlich schlimmer, als es ist. Kerker, yay. Was sagst du mir? Ich würde schon gerne mal einen echten Kerker sehen, aber die Vorstellung, dass dort Verbrecher eingesperrt werden, nicht, dass ich Angst hätte. Oh, der Kerker ist gar nicht mal so groß. Nur die wenigsten Besucher sehen den Kerker an. Ist für die meisten wohl zu abschreckend. Oh ja, schöne Betten sind ja schon drin. Ich glaube, der König ist viel zu gutmütig, um Menschen hinter Schloss und Riegel zu sperren. Ja, deswegen ist auch keine Sau da. Wir hatten schon seit Ewigkeiten keine Gefangenen mehr. Cresto wird eben von jedem geliebt. Na gut, im Kerker ist tote Hose. Sagst du mir irgendwas? Nein. Gut, dann. Da geht's. Was ist das hier? Wenn ihr Spaß am Lesen habt, solltet ihr die Bibliothek besuchen. Sie ist gleich hier. Natürlich. Lesen ist. Oh Gott. Hallo Oma. Ich komme sehr oft zum Lesen hier. Die Auswahl ist ja nicht gerade klein. Oh Gott. Hier stehen einige Bücher, verschiedene Königreiche. Verschiedene Königreiche. Verschiedene. Was sagt das? Ist da ja auch hier? Ja. Okay. Königreiche, Königreiche. Königreiche, 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 ja. Wie viele Königreiche gibt's denn? Das sind wohl alles Artikel über dieses Königreich. Okay, okay, yep, okay. Ja, Erika ist schnell im Lesen. So, jede Menge Bücher, die von unserem Kontinent handeln. Das wäre doch mal interessanter. Aha, aha, aha. Also einfallreich war es jetzt wirklich nicht. Oh, warte mal. Dieses Regal ist irgendwie seltsam. Die Bücher lassen sich nicht aus dem Regal ziehen. Gut, das ist das drittletzte in der zweiten Reihe. In den Bücher, okay. Okay. Schauen wir uns die anderen Bücherregale auch noch an. Das hätte ich nicht erwartet. Hier stehen nur Kinderbücher. Wow. Und wieder ein ganzes Regal voller Kinderbücher. Okay. Ja. Ja. Viele Bücher, in denen angemessene Verhaltensregeln erklärt hat. Was zur Hölle? Wenn es jetzt auch wieder ein ganzes Regal voll ist, dann haben die ganz schön viele Verhaltensregeln. Nicht schlecht. Oh, das sind einfach immer nur die gleichen Bücher. Okay, gut. Ich kann nichts Interessantes entdecken. Oh, okay, und dann hat es ein ganzes Regal voller langweiliger Bücher. Okay, schön. Na gut. Na, okay. Ja, war jetzt nicht unbedingt abwechslungsreich. Was ist hier? Hinter dieser Tür befindet sich. Gute Frage eigentlich. Ich weiß es gar nicht. Aber egal, ihr dürft hier nicht rein. Tut mir leid, kannst du. Okay, okay. Da komme ich wahrscheinlich erst später ran.
Wenn ihr mit der königlichen Familie sprechen wollt, geht durch dieses Tür. Aber ich hoffe, dass ihr auch wisst, wie man mit einem König spricht. Ich rate euch, dass ihr euch benehmt. Hier kommt ihr immerhin zum Thronsaal. Ich möchte aber erst außen rumschauen. Denn ich will hier alles entdecken. Hier befinden sich der Speisesaal. Der Koch ist spitze. Ich hab Hunger. Essen. Bist du der Koch? Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur an den riesigen Tische sehe. Das macht mich traurig, dass ich niemals an ihn essen werde. Schnief. Ja, doch, ist gut. Hallo Koch. Ich bin hier für Essen zuständig. Bis hat sich noch nie jemand beschwert. Okay. Wird mal Zeit, dass ich hier koste. Mal schauen, ob es wirklich gut ist. Es gibt einen Raum, der besonders gut bewacht wird. Die Wachen behaupten sogar, dass sie selbst nicht wissen, was sich dort befindet. Das macht einen doch noch neugieriger. Ja, den haben wir schon gesehen. Hinter dieser Tür befindet sich das Treppenhaus. Oh Gott, gibt es da noch einen zweiten Stock auch noch? Na gut. Zweiter Stock. Okay, Rika? Lass mich endlich damit in Ruhe, Alex! Aber Prinzessin, ich dachte, die Vorführung dieser Kraft hätte euch davon überzeugt, dass alles, was ich gesagt habe, die Wahrheit entspricht. Luft holen! Huh! Du bist ein Magier. Da wird also irgendein Trick dahinter stecken. Hör doch einfach dauernd auf, davon zu reden. Ich kann es nicht mehr hören. Ach, war vielleicht der richtige Weg. Ihr steht mir im Weg. Wow. Okay. So. Axel haut mich jetzt wahrscheinlich... Alex. Genau, wir sind immer Axel. Warum gibt er dem Ganzen nicht wenigstens eine Chance, Prinzessin? Tja, ein verwöhntes Prinzesschen hat uns zur Seite geschlagen. Von wegen, alle Prinzessinnen sind freundlich und wohlerzogen. Ja, das stimmt. Was haben wir hier? Oh Gott, was für ein Raum. Ist da was drin? Nein. Ich sorge dafür, dass die Gemachen der Adligen stets in gutem Zustand sind. Dieses Vertrauen ist eine große Ehre für mich. Ja, gibt's nichts dazu zu fügen. Was ist hier drin? Das Schlafzimmer der Prinzessin ist bei euch untersagt, okay? Im Schlafgemach des Königs und des Ehepaar habt ihr nichts verloren. Ich kann euch nicht reinlassen, sonst bliebe dem königlichen Ehepaar ja keine Privatsphäre mehr. Ich dachte, das wäre das königliche Privatszimmer. Was zum? Okay, na gut. Oder haben die zwei Betten hier? Getrennte Betten, meine ich. So, okay, auf zu den zum König und zur Königin und vielleicht auch zur Prinzessin oder... Wer da noch sich alles rumtummelt? Nee. Wir nehmt euch. Es soll ja Wachen geben, die es lieben, den ganzen Tag hier rumzustehen und Wache zu halten. Ich gehöre nicht dazu. Warte. Ich will mit dir reden. Okay. Quatsch mich nicht mit Abern an. Das ist schwieriger als es aus... Das kann ich auch, warte. So, perfekt, oder? Na gut, egal. König Lagon ist ein sehr gutmütiger König, aber dennoch ist es sehr streng mit seiner Tochter. Alex ist der Oberbefehlshaber unserer Armee und gleichzeitig der Berater des Königs, aber die meiste Zeit verbringt er mit Prinzessin Rika. Ich habe nichts zu sagen. Der schläft. Cool. Prinzessin Rika mag dich so aussehen, aber sie ist eine gute Kämpferin. Ihr Vater mag es jedoch gar nicht, wenn sie... wenn Alex sie heimlich trainiert. Okay. Gut. Oh, da ist die Rika. Alex, ich rede nie wieder mit ihm über diesen Traum. Ja, okay. Was wird denn wohl Rika geträumt haben? Vielleicht den gleichen Traum, den wir hatten? Endlich ist dieser Butler weg. Er war nur ein Bediensteter. Ha, 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 ha. Ja, sehr gut. Okay. Anstatt seiner Arbeit nachzugehen, wagte er es dauernd, sich in Diskussionen einzumischen zu müssen, die nichts angehen. Tja, so kann's gehen. Ja. Ich muss stets wachsam sein, damit der königlichen Familie nichts passiert. Das ist die Frau. Unsere Tochter ist in letzter Zeit immer so verärgert. Das ziemt sich nicht für eine zukünftige Königin. Willkommen im Schloss von Crestor, Besucher. Nehmt euch Zeit und seht euch ruhig um. Ja gut, das haben wir schon gemacht. Ja, dann schauen wir mal, wo Alex hingelaufen ist. Oh, okay. Ich denke, wir sollten mit diesem Alex suchen und mit ihm sprechen.
Warum? Was willst du denn von ihm? Erst dieses Streitgespräch und nun sagte die Prinzessin etwas von einem Traum. Kommt dir das nicht bekannt vor? Stimmt. Der immer wiederkehrende Albtraum. Aber warum sprechen wir dann nicht direkt mit der Prinzessin? Du hast sie eben selbst erlebt. Ich glaube nicht, dass sie zurzeit mit uns über sowas sprechen möchte. Auch wieder wahr. Gut, dann suchen wir diesen Alex. Alex. Hey, hier kommt Alex. Vorhang auf für seine Horrorshow. Ist der jetzt noch im Schloss? Ich schau mal draußen nach. Ich hab so das Gefühl, dass es draußen ist. Da ist er ja. Hi. Was soll ich bloß tun? Verzeiht, euer Name ist Alex, nicht wahr? Ja, mein Name ist Alex. Ich bin der königliche Berater. Was wollt ihr von mir? Mach bitte schnell, ich habe eigentlich keine Zeit. Wir haben gehört, wie ihr euch mit der Prinzessin gestritten habt. Was? Das sind interne Angelegenheiten des Königshauses. Geht bitte, Außenstehenden. Nein, bitte hört uns erst an. Ihr seid erwählt, da habe ich recht. Aber Erika, wir sind uns doch gar nicht sicher. Du kannst ja nicht einfach davon sprechen, ohne dich vorher wenigstens vergewissert zu haben. Das, was ich gehört habe, reicht mir, um mich zu vergewissern. Also? Erika, nehme ich an. Jupp. Ja, das ist mein Name. Und das sind Leo und Marlene. Ihr seid also endlich eingetroffen. Sind Pater und die anderen auch hier? Nein, noch nicht. Sie werden aber mit Sicherheit bald hier sein. Verstehe. Was ist los mit dir? Du wirkst nicht besonders glücklich. Es ist wegen Prinzessin Rika. Sie ist eine Erwählte, die wir hier in Kresto treffen sollten, oder? Ja, so war es jedenfalls geplant. Aber die Prinzessin, sie glaubt mir einfach nicht. Selbst als sie meine elementare Kraft des Eises demonstriert habe, blieb sie stur. Ich weiß nicht, was ich noch tun kann. Was ist denn mit dem immer wiederkehrenden Traum? Hat er versucht, sie darauf anzusprechen? Natürlich habe ich das. Ich habe alles schon versucht. Sogar Pat scheiterte offensichtlich. Pat? Er war hier? Wann war das? Mittlerweile ist es schon eine Weile her. Aber damit fing alles an. Ich machte mich zunächst auf die Reise, um meine Kräfte zu wecken, so wie Pat und die anderen es mir sagten. Pat würde sich in der Zeit darum kümmern, dass die Prinzessin erfährt, was vor sich geht. Denn auch sie trägt elementare Mächte in sich. Bei meiner Rückkehr müsste ich sie nur noch davon überzeugen, so sagte er. Aber nun, das ist nicht so einfach. Als ich erfolgreich zurückkehrte, wollte ich jedenfalls so schnell es geht mit der Prinzessin sprechen. Sie erzählte mir zunächst von diesem Traum und anschließend von einem fremden Mann mit dunkler Kraft, der sie im Schloss aufsuchte. Ich habe ihr die Dinge erklärt, was es mit all dem auf sich hat und dass dieser Traum wohl eine Bedeutung haben muss. Auch, dass in Zukunft ein Mädchen namens Erika mit Gefährten auftauchen würde. Naja, sie glaubt mir nicht. Zudem sagt sie, dass sie Pat zwar anhörte, aber als er mit ihr sprechen wollte, ihm jedoch ebenfalls nicht glauben wollte. Seitdem Pat mir sagte, wie ich meine Kräfte erwecken kann, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das heißt, ich konnte ihn nicht einmal fragen, was wir tun können, um die Prinzessin zu überzeugen. Es war geplant, dass bereits alles erledigt ist, sobald ihr in Kresto ankommt. Doch nun werden die anderen bald hier sein und wir sind noch nicht zur Abreise bereit. Es ist furchtbar. Chris und Jan haben auf jeden Fall geschafft, ihren Teil zu erfüllen, sonst stündet ihr jetzt nicht zu dritt vor mir. Macht euch keine Gedanken darüber. Als ich Lia und Marlene traf, hatten diese ebenfalls noch nicht ihre Kräfte erwecken können. Ein schwacher Trost. Noch sind die anderen nicht hier. Am besten wir gehen noch einmal alle gemeinsam zur Prinzessin und sprechen mit ihr darüber. Ein weiterer Versuch schadet sicher nicht. Vielleicht ändert sie ihre Meinung jetzt, wo ihr hier angekommen seid. Oh, cool. Wir haben Alex, Bischof. Schauen wir mal, was er kann. Heilung! Er kann heilen! Aber er kriegt keine Leben, das heißt, er verschwindet bald wieder wahrscheinlich. Na, super. Tollpatschigkeit, Schneekristall, Genesung, Frostbeil, okay. Gut. Na dann. Ja, gehen wir wieder zu Rika. Ich denke mal, dass Rika in unser Team kommen wird. Denn wir müssen ihre Kräfte bestimmt auch wieder erwecken. Von daher... Hey, Rika. Und die nächste Cutscene. Prinzessin. Was gibt es, Alex? Ich dachte, du willst mir mit ihr reden. Mit ihm reden. Ich hoffe, du fängst dich wieder damit an.
wen hast du da eigentlich mitgebracht? Sind das neue Bedienstete, die du mir vorstellen möchtest? Mitnichten, Prinzessin. Das sind Erika und ihre Gefährten. Ich habe euch bereits von ihnen erzählt. Fängst du schon wieder an?